Die Replay-Funktion ermöglicht es Ihnen, Sendungen, die bereits vergangen sind, 7 Tage lang rückwirkend anzuschauen. Welche Sender replayfähig sind, können Sie zum Beispiel im Hauptmenü unter TV-Programm einsehen. Alle Sender und alle Sendungen, die die Replay-Funktion unterstützen, erscheinen heller. Restart bedeutet, dass Sendungen, die aktuell bereits laufen, einfach von vorne neu gestartet werden können. Beispielsweise läuft eine Sendung bereits seit 15 Minuten. Sie können sie aber dennoch von Beginn an anschauen. Ob Sie die Replay- bzw. Restart-Funktion für eine entsprechende Sendung nutzen können, erkennen Sie an diesen Symbolen. In den Detailinformationen einer Sendung finden Sie die entsprechenden Symbole, die angeben, ob eine Sendung 7 Tage rückwirkend abspielbar ist, mit der Restart-Funktion von vorne gestartet werden kann oder ob die Sendung aufnahmefähig ist. Möchten Sie eine vergangene Sendung anschauen, navigieren Sie über das Hauptmenü oder mit der TV-Taste auf der Fernbedienung zum TV-Programm. Hier wählen Sie die gewünschte Sendung aus und bestätigen mit der OK-Taste auf der Fernbedienung. Mit der Ansehen-Funktion können Sie nun die Sendung von Beginn an starten. Möchten Sie vom zeitversetzten Fernsehen, also der Replay- oder Restart-Funktion, wieder zurück ins Live-TV wechseln, können Sie das, indem Sie mit der TV-Taste auf der Fernbedienung ins TV-Programm wechseln, eine Sendung auswählen und in der Detailansicht auf Live-TV klicken. Oder Sie verwenden die Tasten CH+ oder CH- auf der Fernbedienung, um das Programm zu wechseln. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie das zeitversetzte Fernsehen verlassen und ins Live-TV wechseln möchten. Wir hoffen, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Zuhause-TV.